Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder meine Mama mit dabei. Schon den ganzen Tag. Aber jetzt im Video mal nicht. Ach so. Wir waren auf jeden Fall am Wochenende auf der Equitana Open Air Neuss. Haben viel mehr Sachen gekauft, als wir eigentlich wollten. Da waren solche Schnäppchen dabei, da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Wir haben halt eine kleine Shoppingtour gemacht, die halt groß ausgefallen ist. Wir haben angefangen, sie wollte immer eine grüne Schabracke haben. Also wir haben ja grün, aber jetzt so ein Grün. Das sieht aber anders grün aus jetzt hier. Das sieht jetzt hier ein bisschen... sieht aus Apfelgrün aus, aber so das Apfelgrün sieht Giftgrün aus und es ist eher Mintgrün. Ja. Das ist durch unser Lichtverhältnis hier drin. Ne? Ich wollte auf jeden Fall die ganze Zeit diese mintgrüne Schabracke von Eskadron. Diese neue oder was ist ich, vielleicht nennt man sie jetzt auch gar nicht Mint, aber für mich ist es Mintgrün. Aber die war mir immer ein bisschen zu teuer. Und dann habe ich diese Schabracke gesehen. Von Hafer Polo. Genau. Und die sollte dann kosten, also reduziert, 35 Euro. Super, super Schnäppchenpreis. Und während wir eigentlich schon die so gut wie gekauft haben. Wir waren schon am Bezahlen. Ja, wir waren ist schon am uns Bezahlen. Diese graue Hafer Polo Schabracke in die Augen geschossen. Und dann meinte die Verkäuferin, wenn wir die auch noch nehmen, kriegen wir eine für 30. Naja, die konnten wir natürlich nicht liegen lassen. Da haben wir dann zwei für 60 schon, gekriegt. Ja. Gewünscht war eine Schabracke in Vielseitigkeit, weil die sind immer schöner als die Springschabracken. Und jetzt haben wir halt zwei mit nach Hause genommen. Die ganze Zeit wollte ich mir schon mal ein neues Schreibspray kaufen. Und ich hatte ja vor anderthalb Jahren oder so mal so eine Packung von Stimmen bekommen. Und jetzt habe ich mir die Nachfüllpackung gekauft. Da ist ein ganzer Liter drin, hat 14 Euro gekostet. Und den musste ich einfach mitnehmen, weil das einfach so gut ist. So, dann haben wir noch diese Longe gekauft. Für 9,99 Euro. Die soll eigentlich nur im Hänger bleiben, wenn der Espresso mal wieder seine Launen hat und ich auf den Hänger möchte. Reicht es beim Espresso, einfach die Longe einzuklicken und dann läuft er von ganz alleine drauf. Deswegen einfach nur, vielleicht wird sie nie ausgepackt, vielleicht dreimal hintereinander. Das sehen wir einfach nur so. Wie anderen Verbandskasten im Auto haben, haben wir die Longe im Hänger. Ja. Dann haben wir die Sattelseife gekauft, also die haben wir jetzt schon des Öfteren benutzt. Die ist super und ich habe gedacht, naja, das ist für die Isa so ein kleinen Ansporn. Ne? Nicht, dass sie mal ausgeht, sie sagt, ich konnte nicht putzen, also so kann sie nie sagen, sie hat es nicht gehabt. Ja. So, ich muss leider gehen, meine Freundin ist da und möchte mit den Hunden Gassi gehen, also sorry. Wir haben uns das nächste zweimal gekauft. Das ist diese Sweatshirt-Jacke von Spooks. Einmal in diesem aprikotfarbenen Farbton und einmal in Grau. Ich wollte mir schon so oft so eine Jacke von Spooks kaufen. Und die war jetzt im Angebot für ich glaube, 40 Euro oder 45 Euro. Und da habe ich mir eine gekauft und meine Mama hat sich eine gekauft. Und wahrscheinlich werden wir dann ab und zu auch mal tauschen. Die sind auf jeden Fall richtig schön kuschelig und haben hier auch so einen schönen Kuschelstoff innen drin. Es ist ja jetzt zwar eigentlich Sommer, aber ich glaube, es wird abends auch immer mal etwas kühler sein, dass man die anziehen kann. Als nächstes kommen wir zu Produkten von High Gloss. Diese Firma habe ich auch noch nie gehört. Das Logo sieht so aus. Und zwar sind wir da vorbeigelaufen und da hat eine Frau gerade total von so einem Gel geschwärmt. Und da haben wir halt gefragt, was das ist. Und es ist ein Gel für den Schweif, damit der Schweif schön geschmeidig bleibt und sich gut durchkämmen lässt. Und das hält wohl auch super, super, super lang. Also braucht man gar nicht viel. Wir haben uns mal ein bisschen was davon auf den Finger gemacht und das war total so geschmeidig irgendwie schon auf der Haut. Ich hatte zwar am Tag vorher schon dieses Spray hier von Stimmen gekauft, aber das wollte ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich es halt auch so noch nie gehört habe. Die Firma hatte auch ein Messeangebot, dass man zwei Produkte kauft und ein drittes gratis dazu bekommt. Und da haben wir einfach mal dieses Fliegenspray gekauft. Bremsenfeind heißt es. Passt ja total, weil bei uns gibt es immer schön viel Bremsen im Stall. Im Stall nicht, am Waldrand. Und ja, mal gucken, wie es funktioniert. Das ist ja bei Fliegenspray immer so eine Sache, ob es bei dem Pferd wirkt oder nicht wirkt. Und ja, mal gucken. Und dann habe ich halt noch dieses Gel dazu gekauft. Und eigentlich war das eine große Packung. Da sie keine große Packung mehr hatten, haben wir einfach zwei kleine bekommen. Und mein gratis Produkt dafür war dieses Schweifspray mit Sprühkopf.
Jetzt habe ich halt ganz viel Schweifspray für Ewigkeiten. Vor allem auch das Gel, weil da hat diese Frau vom geschwärmt und hat gesagt, das hält ewig. Und sie holt sich das immer nur jedes Jahr auf der Messe und das hält total lang. Trocknet schnell, entfilzt super, ist perfekt durchkämmbar, gibt einen shiny Glanz, wirkt schmutzabweisend, ist nicht fettig. Und dank der Mikroemulsion und seinem fairen Preis sehr ergiebig. Das Ding ist auf jeden Fall, ich hatte einen halben Liter von diesem Spray und der hat mir schon fast ein Jahr gereicht. Und jetzt habe ich einfach mit dem Spray bis zum Umfallen. Aber gut, das wird ja auch nicht schlecht, ne? Mich haben auch schon viele ausgelacht und gesagt, Isa, in jedem deiner Videos von Shopping, Ausbeuten kommen Handschuhe drin vor. Und ja, ich habe wieder Handschuhe gekauft. Diese ganz stinknormalen von Röckel in Braun. Die Handschuhe brauche ich einfach wieder. Ich weiß nicht, die Handschuhe halten bei mir nie. Die halten nie. Die sind immer so schnell kaputt. Nächste, was ich gekauft habe, war wirklich überhaupt gar nicht geplant. Wir sind heute Morgen, also am zweiten Tag, nochmal über die Messe gelaufen, weil wir so viele Stände am ersten Tag gar nicht gesehen haben, weil es so voll war. Und heute waren wir halt ein bisschen früher da. Und meine Stiefel, die ich habe, sind zwar ein bisschen kaputt, aber ich habe sie natürlich trotzdem die ganze Zeit noch angezogen. Und dann haben wir halt diese schwarzen Stiefel gesehen und dann stand halt nur 130 Euro dran. Da habe ich gedacht, 130 Euro für ein paar richtig schöne Lederstiefel, das kann ja gar nicht sein. Und dann haben wir halt gefragt und dann hat er gesagt, ja doch, doch, 130 Euro, das stimmt. Und dann habe ich gedacht, okay, probierst du die mal an. Und da habe ich diese schwarzen Stiefel anprobiert. Die sind hier vorne auch geschnürt, haben hinten einen durchgehenden Reißverschluss und so einen Spornschutz hier hinten mit Knopf. Die Stiefel habe ich anprobiert, die haben mir sofort super gut gepasst. Die sind total weich, das sieht man vielleicht jetzt hier schon. Weil ich hasse es, wenn Stiefel am Anfang so knüppelhart sind und man sich Blasen reitet. Weil die gehen bei mir dann irgendwie nie wieder weg. Also zumindest dauert es immer Monate, bis sie wieder weg sind. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo erzählt habe. Kann sein, dass ich es mal erwähnt habe, dass der Espresso, wenn es um Futter geht, total wählerig ist. Und er frisst ein bisschen nur Hafer. Aber der sticht ihm halt zu sehr im Kopf und dann ist er zu wild und deshalb können wir ihm nicht nur Hafer geben. Und an Müsli habe ich schon so viele Sachen ausprobiert, aber es gibt immer irgendwas, was ihm nicht schmeckt und dann lässt er es liegen oder er frisst es 3 Tage und isst es dann wieder nett und isst es erst, wenn er Hunger hat und bla bla bla. Da haben wir uns auf jeden Fall mal von ein paar Ständen beraten lassen und da haben wir halt auch einige Futterproben mitbekommen, um zu gucken, ob es dem Espresso schmeckt. Wir waren am ersten Tag auf jeden Fall bei Pavo und Pavo kannte ich jetzt noch gar nicht, weil ich mich auch sonst nie so großartig mit Futter beschäftigt habe. Und da habe ich auch so ein gesundes Müsli mit dazu bekommen, ohne Hafer, ohne großartig viel Pellets, weil die sortiert er auch ganz gerne immer aus. Da haben wir auf jeden Fall 4 Packungen mitbekommen, weil eine haben wir schon vorher bekommen, weil wir dort beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Und da hat man sowieso schon so einen Sack bekommen und dann haben wir noch 3 Säcke bekommen. Also das können wir jetzt auf jeden Fall erstmal probieren und dann auch gucken, ob es länger als ein Tag ist. Vielleicht hat der ein oder andere auch bei diesem, das war kein richtiges Gewinnspiel, man konnte sich bei Luven bei Facebook eintragen, wenn man so eine Goodie-Bag bekommen möchte. Und die habe ich mir dann auch abgeholt und da waren auch verschiedene Futterproben drin. Und zwar zum einen das Alpenvorland im Futtersack. Das ist so noch ein Mesh. Mesh ist der Espresso ja auch nicht immer. Manchmal mag er es dann, manchmal mag er es nicht. Eine Tüte von Luven war auch noch mit dabei. Ein Kuli und ein Gummibärchen. Na, für mich, ich liebe Gummibärchen. Ich kann immer Gummibärchen essen. Wie viele ja vielleicht wissen, reite ich ja noch ein anderes Pferd mit. Und der hat ein neues Halfter gebraucht. Und, sag ich so oft und, da habe ich dieses blaue von Four Horses gekauft. Ich habe das ja für den Espresso auch in so einem Türkis oder so. Und das hat mir total gut gefallen. Das habe ich bei Equiva gekauft. Ich glaube, das hat 15 Euro gekostet oder 10 Euro oder 12 Euro. Und normalerweise 26,95 €. Also auch ein Messeschnäppchen. So, dann habe ich noch für 2 Euro einen Unterleger für meine Kindkette vom Hackamore gekauft, weil ich meinen irgendwie verloren habe und ich finde ihn nicht mehr. Und damit ich jetzt mit Hackamore endlich wieder reiten kann, habe ich mir einfach so einen neuen gekauft. Aber ich habe mir auch überlegt, da nochmal so ein Lammfell drüber zu machen, damit es einfach noch ein bisschen besser gepolstert ist. Muss ich mal gucken, ich habe nämlich, glaube ich, noch so eins im Keller. Weil ich noch nicht genug Futter mitgebracht habe, habe ich mich auch noch mal bei Hövler heute beraten lassen. Da habe ich auch noch mal so 2 Futterproben mitbekommen. Einmal ein Müsli mit ganz viel so Strukturfutter drin, weil das frisst der Espresso im Moment ganz gerne. Da gebe ich ihm immer mal so pures Strukturfutter von der Freundin. Einfach so zum Knabbern und das ist ja ganz gut. Und hier sieht man vielleicht schon, ist total viel von diesem Strukturfutter drin. Jetzt wisst ihr, wie man das Müsli nennt. Das ist mit Kräutern
auch ein bisschen Struktur und ich glaube so ein bisschen wie heißt das? Struktur E heißt es, glaube ich. Das gibt es, glaube ich, nur von irgendeiner anderen Marke. Ich glaube, das ist so ähnlich. Riecht auch sehr lecker. Also wenn ich Pferd wäre, ich würde es essen. So. Und zum Schluss haben wir auch noch was für die China mitgebracht. Da gab es nämlich Futterbrummen zum Kaufen. Weil die ihr Fressen immer so runterschlingt, haben wir uns da auch mal beraten lassen. Und da haben wir von Meradoc, kannte ich jetzt auch vorher noch nicht, so ein Futter einfach mitgenommen mit Truthahn und Reis. Dreimal. Ja. Das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ihr könnt mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat. Oder wenn ihr auch auf der Equitana Open Air wart, was ihr gekauft habt. Würde mich auch mal interessieren, weil ich auch mal total gern sehe, was andere gekauft haben. Mir sind zum Beispiel zwei Mädels begegnet, die haben sich so knallpinke Schabracken gekauft. Finde ich total cool. Aber ich weiß nicht, ich würde sie irgendwie dem Espresso nicht anziehen, weil das ist halt doch ein Bub, ne? Was ich mir halt auch noch mitgenommen habe, aber nicht gekauft habe, sind so Kataloge. Einmal Rheinlands Reiterpferde. Das ist wahrscheinlich so wie bei uns hier in Hessen das Pferdesportjournal, würde ich mal schätzen. Und wie ihr vielleicht in meinem letzten Video sehen konntet oder in meinem vorletzten, ich weiß nicht, ob ihr das zuerst seht oder das Follow Me Around. Auf jeden Fall gab es da einen Katalog mit internationalen Reiterreisen und wie ihr vielleicht wisst, möchte ich ja mit dem Espresso unbedingt mal ans Meer. Und das will ich auch immer noch auf jeden Fall machen und hier sind auch Reiterziele in Deutschland drin, aber auch international in Amerika, Serbien, Griechenland, Polen, Ungarn, Norwegen. Wenn ihr ja Erfahrungen schon mit Reiterreisen gemacht habt, könnt ihr mir das ja auch gerne mal in die Infobox schreiben. Würde mich auf jeden Fall auch total interessieren. Und ja, das war es jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es nicht zu langweilig war, weil ich so viel Futter mitgebracht habe und euch das natürlich auch zeigen wollte. Ja, also bis zum nächsten Video. Tschüss!